Es war heute wichtig, dass wir 3 Punkte holen, dass wir den ersten Sieg holen und mit 5-0. Glaube ich, war es auch in dieser Höhe verdient. Und man hat heute gemerkt, so am Anfang, dass wir ein bisschen auch nicht ganz so mit dem Vertrauen auch gespielt haben, wie wir das normal auch gewohnt sind. Nach dem ersten Tor war das dann wieder zurück und dann war vieles etwas leichter. Und ja, von daher muss man sagen, sind wir zufrieden. Jetzt geht es halt weiter. Jetzt geht es nächstes Spiel in der Champions League nach der Länderspielpause. Und wir freuen uns aber jetzt erst schon mal auf Sonntag, weil das ist unser nächstes Spiel und da müssen wir uns wieder gut vorbereiten. Nein, ich glaube, für Frenkie war das heute ein ganz wichtiger Schritt. Ganz wichtiger Schritt. Erst, dass er mit der Mannschaft nach so einer langen Verletzung mit der Mannschaft wieder dabei war, das Trikot auch angezogen hat und dann natürlich auch die paar Minuten gespielt hat. So wie ich es vorhin schon gesagt habe, eigentlich hätten wir ihn ein bisschen früher gebraucht, haben das auch ein bisschen überbrücken müssen. Aber er hat für mich so zu viel Wege gemacht, zu viel auch marschiert, gerannt. Aber ich glaube, war ganz gut, einfach so ein Gefühl zu kriegen, auch für die Räume, Gefühl zu kriegen, auch für den Druck, den der Gegner dann ausübt. Also von daher ist dieses Spiel mit Sicherheit ein großer Schritt für ihn, aber natürlich auch für Ansu. Ich glaube, dass wir ist auch unser Ziel in jedem Spiel, dass wir besser werden, dass wir uns steigern. Ich glaube, das können wir auch nach dem heutigen Spiel auch. Da haben wir einige Dinge, die wir, wie ich, besser machen können, Potenziale, wo wir uns verbessern können. Und das ist auch unsere Aufgabe. Ich glaube, die Mannschaft will das auch. Und sie ist immer eifrig dabei, dazuzulernen. Und möchte wirklich da von Spiel zu Spiel auch besser werden. Ich glaube, es ist wichtig, gerade auch was die nächsten Spiele auch betrifft, bis Ende des Jahres.